Meyer hat insofern eine besondere Stellung, denn er war relativ modern in der Kompositionsweise. Kaiser Leopold hat ihm dann auch ein Gütesiegel verliehen, was ganz selten vorkam, wo er drinnen feststellt, also diese Musik ist beispielgebend fürs Kaiserreich in Zukunft. Das war natürlich eine hohe Auszeichnung für ihn, für Meyer. Und er war dann wirklich eine große Persönlichkeit zu seiner Zeit. Heute praktisch vergessen. Mir ist der Komponist schon vor vielen Jahren aufgefallen. Er hat nämlich einige Violinsonaten auch komponiert. Und diese Violinsonaten sind von einer sehr großen Qualität und einer sehr großen Innigkeit des Klanges, der Melodieführung. Also etwas Besonderes. Er hat eine besondere Klangfarbe. Und ich habe mich dann ein bisschen mit ihm beschäftigt und bin schon vor vielen, vielen Jahren auf diese Sammlung von Kirchenmusik, die wir jetzt schon aufgenommen haben, gestoßen, wo er zuerst Psalmen vertont, dann Responsorien und dann Hymnen. Die erste CD war den Psalmen gewidmet und jetzt gerade vor einer Woche haben wir eben die Responsorien aufgenommen. Responsorien sind insofern interessant, weil sie bei Meyer hauptsächlich der Gottesmutter Maria gewidmet sind. Also man nennt das dann Marienresponsorien. Außer einer, ein Titel ist vom Text her der Weihnachtszeit zuzuordnen, also dem kleinen Kind Jesu. Ist auch von der Instrumentation sehr bemerkenswert. Also zum Beispiel gerade diese weihnachtliche Responsorie hat zur Auswahl Posaune und Blockflöte oder Blockflöte und Viola. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu besetzen. Wir haben es mit Blockflöte und Viola besetzt. Eine besondere Klangfarbe, die so ein bisschen dieses Bäuerliche, diese Szene so ein bisschen auch in der Klangfarbe bringt. Dann wo Maria als Königin dargestellt wird, Ave Maria, Ave Regina, sind zwei Trompeten besetzt. Trompeten als Sinnbild der Göttlichkeit des Herrschers. Jede, sagen wir, Kantate hat eine eigene Besetzung, hat eine eigene Klangfarbe. Man hört einen Knabensopran. Das ist schon ganz was Besonderes. Wir haben das Glück, dass wir die St. Florianer Sängerknaben in der Nähe haben, wo wir aufnehmen, mit ganz tollen Knaben, immer wieder andere Kinder, die ganz anders wieder singen. Also das ist sehr unterschiedlich. Dann mit einem Ex-Sängerknaben, der auch Sopran geworden ist. Also man könnte sagen, ein Diskantist. Mit einem Altus, also einem Mann, der in der Altlage singt, also in der Kopfstimme, dann eine Tenorkantate und eine Basskantate. Das sind schon mal so viele Klangfarben hier vereinigt. Und dann noch dazu der Reichtum der verschiedenen Instrumente. Also es ist sehr abwechslungsreiche Musik. Was mir vom Gefühl kommt, ist einfach so das Erstaunen über die Schönheit der Göttlichkeit.